Also es gibt da einen Kerl, der mag es sehr gut meinen. Ein sehr lieber, netter Kerl. Sein Name ist Pascal, so viel ich weiß. Er wollte heute Abend auf die Bühne kommen und über Duma, über Ostguta zu euch sprechen und über das, von dem er annimmt, dass es ein Chemieangriff auf die Menschen von Duma vom Präsidenten Bashar al-Assad war. Ja, Moment, lasst mich ausreden. Und dazu möchte ich Folgendes sagen. Ich persönlich denke, dass er völlig falsch liegt. Ich glaube, dass die Organisation, die er vertreten möchte, die Weißhelme, eine künstliche Fake-Organisation ist, die es nur gibt, um Propaganda für die Dschihadisten und Terroristen zu erzeugen, die dort agieren. Das ist meine Ansicht. Wir haben also gegenseitige Ansichten. Aber wenn wir jedoch auf Pascal und die Propaganda der Weißhelme und der anderen hören würden, dann würde uns das anspornen, unsere Regierungen zu ermutigen, Bomben auf die Menschen in Syrien abzuwerfen. Das wäre ein Fehler von unbeschreiblichem Ausmaß in Bezug auf uns als Menschen. Was wir tun sollten, ist, unsere Regierungen zu überzeugen, nicht Bomben auf Menschen zu werfen und sicherlich nicht, bevor wir nicht alles gründlich untersucht haben, damit wir eine klare Vorstellung davon haben, was wirklich passiert ist. Denn wir leben in einer Welt, in welcher Propaganda wichtiger zu sein scheint als die Wirklichkeit, was wirklich auf der Welt geschieht. Und los. Yalla, komm her. Hey,